Wenn jemand ist Musafir und der ist Imam und die anderen sind Einheimische, so müssen die Einheimische zum vier Gebetseinheit vervollständigen, nicht dass sie mit ihm das Gebet beenden. Und wenn jemand ein Reisender ist und er betet hinter einem Einheimischen und er kommt später rein, dann muss er auch sein Gebet, wie heißt das, vervollständigen. Dann von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu wurde berichtet, dass von der Sunna des Gesandten ist, wenn ein Reisender später ins Gebet kommt, dass er sein Gebet vervollständigt, wie der Imam. Das heißt, der Imam betet vier, er ist zum dritten Rekka gekommen, er hat schon mit Imam zwei gebetet, er beendet nicht sein Gebet, sondern er vervollständigt das Gebet noch zwei, indem er das selber betet.